Eröffnungsspiel der Kreisoberliga Mitte. Vor 350 Zuschauern traf der FT Fulda auf den FV Horras. Die Thuner, die 5 Jahre nach dem Abstieg erstmals wieder in der KHL spielten, hatten sich einiges vorgenommen. Doch der Start verlief für die Heimelf alles andere als optimal. Nach einem langen Ball forderten die Horrasser zunächst erst vehement ein Handspiel im Strafraum, ehe Juri Dieterle sich gedankenschnell den Ball schnappte und diesen im langen Eck unterbrachte. Die Thuner waren verunsichert und fanden nur sehr langsam ins Spiel. Dennoch hatte Angreifer Marcel Röhm nach einer Hereingabe die Riesenchance zum Ausgleich. Glück hatten die Gäste auch, als Schiedsrichter Markus Klimek das Nachtreten Benjamin Hallers nicht ahndete und diesen ungeschoren davonkommen ließ. In der 41. Spielminute war es dann wieder Juri Dieterle, der Horras jubeln ließ. Torwart Philipp Stauch konnte einen Ball nicht weit genug klären. Den missglückten Abwehrversuch klubte Dieterle gekonnt unter die Latte. So ging es auch mit 2:0 in die Halbzeit. Die Entscheidung fiel keine 5 Minuten nach Wiederanpfiff. Alexander Oldenburger köpfte das runde Leder nach einer Ecke in der 49. Minute in die Masche. Trotz der klaren Führung wurde das Spiel nach und nach ruppiger. So schickte Schiedsrichter Klimek FT-Mittelfeldspieler Timo Lofink nach einem harten Foul in der 83. Minute vorzeitig zum Duschen. Am Spielstand änderte dies aber nichts mehr. Horras siegte zum Auftakt mit 3:0. Im Spiel können wir absolut zufrieden sein, wir haben 3:0 gewonnen. Müsste ich ja lügen, wenn ich sagen würde, da gibt es viel zu verbessern. Auf der anderen Seite war es sicherlich der Sieg vielleicht auch 1-2 Tore zu hoch gewesen. FT hatte, wenn man das ganze Spiel betrachtet, sogar die besseren Torchancen gehabt. Aber ich denke, wir haben heute sehr effektiv gespielt, wir haben unheimlich gut gearbeitet in der Defensive. FT hat viel mit langen Bällen operiert, das haben wir rechtzeitig erkannt, haben gut die Räume zugestellt und waren nach vorne natürlich jederzeit gefährlich. Und deswegen denke ich mal, haben wir auch das Spiel unterm Strich verdient gewonnen. Und wir können heute zufrieden sein. Wir haben 3 Punkte, mehr nicht. Und jetzt geht es die nächsten Wochen weiter.